Wuhu! Ja. Wuhu! Guten Morgen aus Molveno. Wetter noch ein bisschen wolkig, soll aber gut werden. Der See ist da, unsere Bikes sind da. Hier wird noch fleißig gewerkelt. Guten Morgen. Tja, wir kommen heute ans Ziel fast. Aus dem Zimmer raus, die Petra labert noch irgendwas. Frank, bist du da unten? Ja. Da ist der Frank. Da sind sie auch schon, meine beiden. Und das Morgengewusel ist so ähnlich wie eben jeden Morgen. Allerdings muss ich jetzt noch schnell zum Maxis, weil ich habe meinen Reifen doch nicht so gut aufgezogen, wie ich dachte, der eiert. Vordere Feld, die stehen jetzt schon an. Das ist das Gute, dass wir uns ganz hinten anstellen können. Wenn man weiß, dass das Rad noch nicht zu 100% fit ist, dann ist die Aufregung tatsächlich gar nicht so gering. Schauen wir mal, ob die professionelle Hilfe das hinkriegt, aber ich denke schon. So einen gut montierten Reifen hatte ich vermutlich noch nie. Werden wir dann heute im Verlauf des Rennens abchecken, ob ich einen Unterschied spüre. Nein, Spaß, ich bin wirklich sehr glücklich. Vielen, vielen Dank. Ansonsten hätte ich jetzt echte Probleme gehabt. Die besten Jungs, die immer alles für unsere Fahrräder machen. Bald geht's los. Noch eine Minute hat es geheißen. Aber bis wir hier hinten dann losrudeln dürfen, dauert's. Wir sind nämlich heute mal wieder ziemlich hinten. Hau rein! Bereit? Ja! Hinten auf, oder? It's time to do the countdown all together. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ziehen wir nochmal richtig durch. So ist es. Ich habe gehört, du hast alles geschafft. Immer ja, auch die super hier. Lange Etappe. Immer mega gut. Hier, mega gut. Hau rein. Was, hau rein, Petra. Ciao, ciao. Wie jetzt? Jetzt halt will er es wissen. So nicht, schöner Mann. So nicht. Jetzt muss ich schalten. Oh Gott. Ist da ein schöner Mann? Ja, könnt ihr ihn nein. sehen? Ich habe ihn gesehen. Huh, das war nicht im Höhenprofil, oder? Ich habe es nicht gecheckt. Doch. Doch, na super. Da kennt er sich schon wieder besser aus wie ich. Huh, sind wir alle bereit? Ja, super. Sind wir. Gut. Guten Morgen. Hast du unsere Videos angeschaut? Nein, nee, habe ich noch nicht geschafft. Eieiei. Da wird's Zeit. Ich kann nichts dafür. Ich bin schon kaputt. Na gut. Na gut, na gut. Da filmt mich der Nico, wie ich filme. So viel Kamera auf einmal. Gleich nach dem Start. Enge Passagen. Haben halt immer so ein bisschen Stau an sich. Dementsprechend hängen wir schon wieder Mann an Mann aufeinander. Aber gut. Wird sich schon wieder verteilen, bis der erste Trail kommt. Wir lassen den See hinter uns. Gut, schau da aus. Und schon wird wieder geschoben. Wobei langsam tut, glaube ich, eh jeder mit der Hintern weh. Von dem her ist man gar nicht so böse um ein paar Meter zu Fuß. Ah, einmal Auftrieb. Wahnsinn. Aber es geht hoch. Martin und Vicky, falls ihr das Video auch seht, ich habe zum ersten Mal Leute beim Schieben überholt. Vor mir ist Oleg Müller, mein schärfster Konkurrent. Mal sehen, ob ich heute an ihn dranbleiben kann. Was sagt er dazu? Willkommen im Trailstau. Aber heute haben wir noch einen richtig geiler Weg. Erst weiter hinten zum Glück. Da werden wir dann wieder Grottenfälle. Ah, mein Freund, der Oleg!
aber diesmal mit anderen Trikot. Das ist der gleiche wie gestern. Ja. Neues Trikot. Hast du unser Video schon gesehen? Ja, heute. Sehr gut. Ja, wunderbar. Schön. Mega. Tolle Filme. Ja, der letzte Abschnitt noch nicht gesehen. Ja, kein Zeit. Eieiei. Noch schnell einmal schwenken. Ja. Und dann machen wir es wieder weg. Oh, yeah. Bevor wir über den Haufen geräumt werden. Hey. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist jetzt der sauschwere Transalp, ne? Aber für dich nicht die erste, nehme ich an. Na, das ist meine 22. Ach du Schande. Ja. Erkennen wir an diesem wunderbaren Trikot. Von 1999. Hut ab. Mein allergrößter Respekt. Ein Windpartner. Sein Spruch. Ich fahre jetzt nicht die ganze Zeit vorne. Einfach nur genial, so macht man das. Und ab geht's in die nächste kurze Abfahrt. Schaut mal, da haben wir wieder die coolen Sachen vor uns. Guten Morgen! Guten Morgen! Krass! Morgen! Morgen! Oleg hat sich wieder vor mich gesetzt. Er bergauf, ich bergab. So, Oleg ist heute so schnell, weil er keine Katzenaugen hat. Seht ihr das? Was sagst du dazu, Oleg? Es fährt sie, also fährt sich viel schneller. Ohne Katzenaugen. Schon, oder? Ohne? Ja. Perfekt. Das war der Tipp vom Nick. Ah, okay. Gut, ja. Es geht bergab wieder. Durch Ortschaft, da durch. Idyllisch. Wunderschön. Wieder ein glückliches Gesicht, die sehe ich am liebsten. Leute, die auch heute noch lachen können. Hey. Jemanden grüßen? Ja, servus. Ja, wen sollen wir denn grüßen? Ja, das musst du wissen. Der RV Dornbirn und mein Schatz natürlich. Sehr schön. Und du? Ja, ich bin von Belgien. Oh, you would like to greet somebody? Yeah, I want to greet my children, my little daughter, my wife. Oh. And good luck for my friend, he was fallen in the downhill. Oh, okay. So he has a broken collarbone. So. Oh no. Oh no. So all the best. Yeah, thank you. Right on. Bye bye. Heute keine Äpfel. Es geht näher ans Finale. Heute Weintraum. Ihr wisst, was das heißt. Vino. Bald. Aber erstmal Biken. Eine Burg voraus. Steh Nico. Oder so ähnlich. Und die zwei Männer vor mir, die sind sehr schnell. Kann nicht mehr reden. Puh. Schaut, wie schön die Landschaft hinter uns. Mega gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Super Tour heute, ne? Oh ja. Ja. Oh ja. Super viel Spaß dir, ja, hau rein. Nur. Danke dir, ciao. Es geht um nichts, aber wir fahren vorne mit. Oh, starke Kurve. Jan Ulrich vorne. Er wird immer schneller. Aber bergab keine Chance. Ja, auf die Frage, was ich nicht kann. Windschatten fahren, liebe Leute. Windschatten fahren. Aber die Gruppe, die kriege ich trotzdem. Ich habe euch gesagt, dass ich die wieder kriege. Aber beim Windschatten fahren hat es definitiv nicht gereicht. Ha. Oh, die Damen! Ja. Hopp, hopp, hopp! V1 haben wir wieder. Höchste Zeit zum Essen fassen, da machen sie schon. Ja, ja. Heute ist ganz schön was los. So, Rudi, der zuverlässigste Mann Guten im Feld, würde ich fast sagen. Hey. Heute habe ich wieder eine Nachricht. Und zwar sagt ihm sau stark, bitte. Okay, wir heute so gut oder die anderen so schlecht? Das weiß ich auch nicht. Das ist ja viel los heute hier. Wahnsinn. Servus Rudi. Was willst du mir heute sagen? Was? Sag ich dir gerne. Sau stark. So, dieser Herr sagt gerade, ich bin super stark. Meint aber, er ist selber nicht so stark. Ich sehe ihn jeden Tag. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Willst du jemanden grüßen?
Hallo an deine Followers. Oh, deine Fans. Das ist doch auch mein Lieb. Wie geht's euch? Gut. Und dir? Super. Ich bin auf eurer Höhe. Als Anfänger. Ah. Sehr gut. Du schlägst dich wacker. Geht's euch wirklich gut? Ja. Ja? Eieiei. Oben geht's uns vielleicht besser. Perfekt. Dann gutes Vorankommen. Wie viel man noch sieht, aber geiler Berg. Aber jetzt haben wir wieder keinen Blick drauf. Das gibt's nicht. Bis ich die Kamera rausrufe, ist zu spät immer. Oh Mann, man möchte meinen, langsam hätte ich Übung, aber scheinbar nicht genug. Jetzt aber, genießt es. Hallo kleiner Esel, na, geht's dir gut? Kommt noch jemand? Willst du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin Nadine. Hallo Nadine. Hi. Wie geht's dir heute? Heute ganz schwere Beine. Ganz schwere Beine. Hei, hei, hei. Ja, gestern ausgepowert. Gestern lief's. Ah, okay. Dann auch noch gute Fahrt. Und wieder super Panorama hinter uns, neben uns, um uns. Bald haben wir den höchsten Punkt. Ist irgendein Maiga. Ich kann das nicht mehr lesen. Puh, nein, geht gerade nicht. Und dann geht's ein bisschen auf und nieder. Und dann kommt ein guter Trail. Mega Kulisse da hinten. Ja. Wahnsinn. Hammer, ja. Und Team Allgäu hinter den Münchnern. Im Windschatten. Super, im Windschatten. Super. Genau so, wie sich's gehört. Da muss der Münchner den Allgäuern zeigen, wo der Gras herkommt. Der Fix. Hi. Grüßt euch. Tag 6. Unsere Verfolger sind wieder da. Was habt ihr dazu zu sagen? Es ist schön, um im Windschatten zu fahren. Sehr gut. Das wollen die Zuschauer hören. Eine gute Morgen ohne Sorgen. Mega! Wahnsinn! Super, super schön! Hi. Auch heute wieder. Jeden Tag das Gleiche. Ja, täglich grüßt das Murmeltier, oder? Ja, ja. Aber macht Spaß immer noch, oder? Logisch. Das ist richtig so. So muss es sein. Der Rest ist doch wurscht. Hau rein. Wir sehen uns sicher noch ein paar Mal. So, ihr Lieben. Ich habe nochmal den Chestmount angezogen. Ich zeige euch kurzes Panorama. Jetzt muss ich mich aber schick hin, weil es ist gerade niemand vor mir. Jetzt hau mal rein. Geht runter in den Trail, hoffentlich. Na, wenn das nicht gut wird, dann weiß ich auch nicht weiter. Heute mega Wetter bisher. Wir sind aber auch recht viel im Schatten unterwegs. Was die Wege zwar immer noch ein bisschen feucht hält, das ist doof. Aber zum Hochfahren ist es super, super angenehm. Wirklich ein guter Tag bisher. Und ja, schauen wir mal. Ui, heute ist putschig. Ah, okay, ist wirklich putschig. Aber schauen wir mal, was noch so daherkommt. Ich habe nämlich gehört, heute zwar nur kurze Trails, aber gute. Und morgen nochmal megamäßig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also heute ist es wirklich extrem rutschig. Und ja, was soll ich sagen? Mi eben. Aber einen haben wir schon wieder. Da bin ich nicht die Alte für Mi. Ich komme links. Ja. Vielen Dank. Ja. Die Kamera scheint noch sauber. Das ist auch immer zu beachten. Weil sonst kriegt ja die ganze Aufnahme nicht. Uiuiui.
ist wirklich rutschig. Ich würde schon fast behaupten, widerlich. Aber gut, ist halt so. Kann nichts machen. Ja, auch hier geht wieder. Wenn das trocken wäre, wäre es sicher geil. So ist es. So lala. Vielen Dank. Uiuiui. Aber ich leide nicht alleine, wie ihr seht. Da leiden welche vermutlich noch ein bisschen mehr. Aber ich kann es nur noch mal sagen, heute wirklich rutschig. Da haben wir schon schönere Sachen erlebt. Also auch das ist nicht nach meinem Geschmack. Jetzt bräuchte ich nur noch ein bisschen Platz. Vielen Dank. Danke. Widerlich. Das ist ja echt grausig hier runter. Boah. Oh. Ja, auch für mich zu rutschig. Kann passieren. Was soll? Dankeschön. Ah. Hier geht's. Also ich denke mal, jetzt kann ich labern, so viel ich will. Die Kamera ist eh voller Dreck. Danke. Dankeschön. Ja, stolpert da vor mir den Berg runter. Grüß dich mal wieder. Vielen Dank. Dankeschön. Achtung bitte. Vielen Dank. Ach ja. Was für eine Rutschpartie. Ich glaube, die Kamera ist sogar noch sauber. Jetzt habe ich einen kurzen Reinigungsstopp eingelegt, weil eh gerade keiner mehr hinter mir war. Aber ist sauber. Ein Attention-Stück. Okay. Scheint mir diesmal nicht so dramatisch. So. Aber alles in allem nasse Partie. Ja, Licht- und Schattenwechsel, nicht nur für die GoPro schwer, auch für unsere Augen. Immer wieder eine kleine Umstellung. Vor allem ist immer noch besser als schieben. Die Carbon-Sülchen danken es mir vermutlich. Kleiner Spaß am Rande. Ich hoffe, der Frank weiß, was gemeint ist. Ah. Ja, Bremstechnik mit einem Finger, ganz klar. Aber ja, kann jetzt bald nicht mehr. Weil so wie geben die kleinen Scheibchen dann halt irgendwann doch nicht mehr her. Danke. So, dann müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Wieder ein Attention-Stückchen. Schauen wir, was kommt. Langsam heißt wirklich konzentrieren für mich, weil meine Fingerchen brennen. Aber das war jetzt auch wiederum nicht so dramatisch. Und der Talboden rückt in erreichbare Nähe. Ich sehe ihn schon. Ja, was soll man sagen? Wenn ich mal froh bin, dass der Trail aufhört, dann könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie es den meisten im Feld ergangen ist. Ohne, dass ich jetzt irgendwie blöd klingen möchte. Aber ja, also dieser Weg ist wirklich sehr rutschig. An dieser Stelle hat der Streckenposten zu mir gesagt, wenn ich das fahren würde, wäre ich der allererste Teilnehmer heute, der das überhaupt gefahren ist. Und das habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Nochmal hochgeschoben und ausprobiert. Ja, ja. Hier extra für uns bestimmt, komplett frisch geteert, rollt wie von selber. Wunderbar. So, damit haben wir auch V2 wieder erreicht. Bei euch schaut es ja aus wie im Urlaub, fühlt keiner mehr auf, oder? Heute ist es nämlich gar nicht mehr lange, muss man wissen. Ich glaube, ich brauche eigentlich auch nichts, genau. Aber ich ziehe dieses Ding hier aus, weil das brauche ich nämlich auch nicht mehr. Der Trail war sehr rutschig, da ist nichts verpasst diesmal. Ja, Gabriel hat mir gestern noch pumpen geholfen, das habe ich gar nicht aufgenommen, aber ohne ihn wäre es schwer geworden für mich. Schatten bergab.
Was liebt man als Radfahrer am meisten und kriegt man immer Gegenwind? Keine Ahnung, warum 80% der Radfahrten immer Gegenwind haben. Eigentlich müsste man ja auch mal Rückenwind kriegen können. Aber nein, heute Gegenwind. Für uns geht es jetzt noch mehr oder weniger gemütlich die Passstraße rauf. 3 Kilometer bis zur offiziellen Zeitnahme. Und dann müssen wir noch ein bisschen weiterrollen ins Ziel. So, wir haben es bald geschafft. Super. Für heute. Tag 6, war gut? Ja, war sehr gut. War sehr, sehr schön. Rappen muckt ein bisschen, aber Beine sind gut. Und ich freue mich auf morgen. Ja, ich bin noch aufgeklärt worden. Heute ist die Zeitnahme erst im Ziel. Also noch 4 Kilometer. Dann haben wir es. Mal schauen, ob das der letzte Trail zum Ziel werden könnte. Vielleicht. Hui. Jetzt nicht übermütig werden. Eng. Und tatsächlich, das ist ja der finale Trail zum Ziel runter. Noch 500 Meter an diesem Schild bin ich gerade vorbeigekommen. Muss aber auch gestehen, dass meine Konzentration gerade irgendwie weg ist. Ich weiß aber nicht warum. Eigentlich habe ich genug gegessen und heute hat es keinen Schnaps gegeben. Vielleicht geht mir der ja schon ab. Wer weiß jetzt schon. Also jetzt lieber noch mal vorsichtig, bevor noch was schief geht. Im Viertel unterwegs. So ist es. Von Nauders nach Bronkone im schönen Wald. Überstanden. Läuft, läuft. Wuhu. Schaut mal, das habe ich gar nicht gewusst. Hier ist auch ein See und heute ist es erst 2:30, also habe ich vielleicht noch ein bisschen Chance, in den See zu hüpfen. Die Finisher Area für euch wieder. Und das heißt dann immer erstmal orientieren, wo ist was. Da scheint es Essen zu geben. Hier wird gechillt und ich muss jetzt erstmal mein Radl loswerden. So, da sind wir. Radl kann weg. Reicht für heute. Deine feindliche Kameraübernahme ist übrigens gut angekommen. Ist schon kommentiert worden. Weiter geht's. Nächste Etappe ist bei der Daily Bag. Aber jetzt müssen wir da noch schnell Hallo sagen. Servus. Heute habe ich euch nicht gesehen auf der Strecke. Da war zu wenig Trail-Anteil. Wie ist euch gegangen? Ja, jetzt sagen wir mal, die Beine sind heute ein bisschen schwerer, aber uns geht es super. Wir sind total glücklich, dass wir gesund hier ankommen sind. Auf der Strecke haben wir dich vermisst. So, jetzt geht's wieder zu den Daily Bags. Ohne euch wäre es nur halb so schön. 110. Ja, wissen wir schon alles. Da kennen die sich schon ab. So, jetzt gebe ich einen Teil meiner Wäsche ab. Rest folgt später, weil jetzt geht's ab in den See. Hier habe ich gehört, euch ist auch schon warm. Es ist viel zu warm hier. Also was haben wir? Ja, 28 Grad. So, dann haben wir Schatten. Genau richtig, um in den See zu hüpfen, würde ich sagen. Mitten durch den Spülplatz, so sagt es mein kleiner Liebling, geht's jetzt ab in den See. Ich bin natürlich mal wieder nicht die Einzige, die auf die Idee der Abkühlung kommt. Kein Wunder bei dieser Hitze. Und damit schauen wir mal, wie warm oder kalt der See denn ist. Ah ja, fein, sehr fein. Im Hintergrund immer noch die Zielarea und anders als gestern hat der hier so ein bisschen Eigenbewuchs, wie es ausschaut. Ha, wunderbar. Schön ist es aber auf alle Fälle. Ja, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, es war mega fein. Ist es fein im Wasser? Hat halt perfekt alles gepasst. Besten Dank an euch. Ihr seid die Besten. So, wieder alle zusammen. Ui, heute hat er fleißig gefilmt, glaube ich. Der Akku ist nämlich 2/3 leer. Ich habe einmal nicht abgeschaltet. Oh, jetzt kommt die Auflösung. So kann es natürlich auch gehen. Prost. 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 Wir waren nicht die Letzten heute, oder ich zumindest, nicht der Letzte. Warst du der Letzte? Mm-mm. Nein, okay. Dann wir waren kurz hinter der Petra. Das müssen wir noch abchecken. Fünf Minuten. Das müssen wir noch abchecken. Schaut mal, da habe ich die anderen Tage leider gar nicht dran gedacht.
Aber hier könnt ihr euch nochmal anschauen, was wir gefahren sind. Das ist in meiner Handy-App quasi drin. Und da sieht man die ganze Strecke auch, wo ich mich mehr angestrengt habe und wo weniger. Habt ihr im Hintergrund was gehört? Schreibt mal in die Kommentare, ob ja oder nein. Hier die Strecke, die Zeit. Ich habe ein bisschen zu spät Stopp gemacht, erst im See. Das sieht man ganz zum Schluss. Und hier die Herzfrequenz. Oh, die ist gar nicht so niedrig. Ich denke immer, ich kriege den Puls nicht so hoch. Aber wenn ich da hinten die 190 sehe und im Durchschnitt 139, dann ja, wissen wir, dass der Puls wohl doch etwas höher war als vielleicht gedacht.